Hey Leute und willkommen zu einer neuen Runde von EH und heute rauben wir Sachen als Hamster aus. Da hatten wir in der letzten Folge schon in der Bank überlebt als Hamster. Die ist hier in der Infocard verlinkt und jetzt wollen wir halt normal ein paar Sachen ausrauben. Mir fehlen 5 Stück für den Athleten Game Pass. Finde ich schade. Ja, der Turtle TV Merch hat sich gelohnt. Ja, die 5 Robux fehlen mir, weil ich 6 Robux für den Turtle Merch ausgegeben habe. Also kauf den nicht. Doch, kauf ihn. Hier ist ein Krimineller, den metzel ich nieder. Oh! Polizei! Es ist die Kaster! Ah, ich bin tot! Die schießen mich auch an. Ja, setz dich in deinen Quad und hau ab. Ey, aber du bist tot. Ja, ich weiß. Das Ding ist, hier ist ein Medic. Respawn. Oh, doch nicht. Und jetzt doch. Und jetzt wieder nicht. Und jetzt doch. Hä? Der eine Medic hier ist gerade 5 Kilometer hochgesprungen. Jetzt schon wieder. Und jetzt ist da ein Fallschaden. Ach nee. Junge. Da ist so ein Medic, der fliegt immer 10 Kilometer hoch. Hier nochmal aus dem Schnitt. Dieser Gangster da, der uns gekillt hat, teamt mit dem SEK. Deswegen ist der Gangster auch noch nicht verhaftet. Nein. Oh, ich bin festgenommen. Ich hatte eh nur. Oh, du hattest noch die Säge, ne? Ich hatte auch noch, Dinger, ich hatte alles. Aber der Polizist ist ja hier. Der Polizist ist hier, vielleicht merkt er gar nicht, dass du da liegst. Beweg dich einfach nicht. Der Polizist ist da. Ja, wegen dem anderen Typ hier, wegen dem anderen hier. Den Crime hat dich gekillt. Ja, genau. Und der Polizist teamt mit dem Crime. Die zwei Teams. Das sind Freunde. Ja, deswegen. Der hat mich nämlich gekillt, weil ich dachte, er wäre nett. Wobei, ich hab ihn ja angegriffen. Ah, ich hatte noch 5 in der Crime-Map. Stimmt, ich hatte auch noch extra viel Geld. Weil ich hab nämlich heimlich die Gas'n Go ausgeraubt. So, Leute, ich würde sagen, das gehört uns gerade nicht. Wir rauben noch mal schnell die Gas'n Go aus, ohne dass er es weiß. Wie lustig sieht das aus, wenn man als Hamster hier liegt? Ich finde, der Boden sieht anders aus, aber da bin ich mir nicht sicher. Ist auch neu. Ja, und der in der Bank sah auch neu aus. Der ist auch neu. Und in der Polizei und in der ADAC, in der Feuerwehr auch. Da ist ein Teppich. Aber ich weiß nicht, ob ich wirklich Bock habe auf einen Metallschläger. Wieso? Ich meine, wie krass ist der Unterschied zwischen einem Metallschläger und einem Baseballschläger? Na, Metallschläger hat Bock mehr. Aber ist halt auch teurer. Ja, und? Sag mal, bist du zu dumm, hier durchzufahren, weil du Ewigkeiten gebraucht hast? Nee. Ey, was wollt ihr? Lass den mal umboxen hier. Ja, aber ich habe noch kein Crime, deswegen habe ich nichts dagegen. Oha, die sind zu viert. Der dritt. Mein Quad fährt ohne mich. Wie geil. Ich habe einen Bug herausgefunden. Ach, das ist dein Quad. Das ist mein Quad. Hä? Guck mal, warte. Dreh dich mal zur Straße da. Ja, warte, ich habe hier gerade Mikroprobleme bei meinem Mikro. So, ich weiß nicht, ob ich mir einen Metallschläger holen will. Der Metallschläger ist billiger. Der ist um 40 Euro billiger. Ja, stimmt. Weil der ja 25% Discount hat. Polizei. Ach, die Polizei. Wo bist du, Tom? In meinem Quad. Fahr weg. Junge, hast du Glück gehabt. Ja, der hat den anderen Typ wie getasert. Da wischt ja. Ach, so ein Glitzer. Hier drin ist gar nichts. Ich kann mich da drinnen einfach verstecken, wenn die kommen. So neben der Tür oder auf diese Sitze. Polizei kommt. Ja, ich stehe jetzt einfach hier. Oder das ist ein anderer Schusswechsel gerade bei dir. Und du chillst auf deinem Quad und schreibst mit Leuten. Ja, lass mich doch. Lass mich doch hier chillen. Ey, was willst du, hä? Wo bist du? Ich sehe dich nicht. Im Juve. Jetzt bin ich außerhalb. Hier, jetzt bin ich. Hier. Ist der Crime hier? Ja, ist er. Ah, den wollte ich niedermetzeln. Komm, wir metzeln im Juwelier die Vitrinen nieder. Nein, da gibt's nichts mehr. Doch. Ich hab den. Ah, doch! Den staubst du mir nicht ab. Junge, ich box dich gleich nieder. Nee, ich. Kannst du haben. Hier ist ein Crime.
Helf mir, helf mir, helf mir. Ich hab mich gerade selber mit einem geprügelt. Ah, nein, der hat keine Waffe, wir können den nicht boxen. Doch, der hat eine Waffe. Ja, der hier. Aber pass auf. Ey, ich glaube, wir gehen lieber raus, ne? Wir gehen mal lieber raus. Hier ist Polizei, hier ist Polizei. Komm, komm. Fahr weg, fahr weg, fahr weg, fahr weg. Ich sitze nur hier im Quad. Ich auch, ich auch. Warte, ich näher mich mal kurz dem SEK und box den nieder. Ach, da ist beides SEK. Er hat versucht, mich zu tasern. Er hat nämlich meinen Namen gesehen. Schnell weg, schnell weg, schnell weg. Fahr weg, fahr weg, fahr weg, fahr weg. Sonst, wenn einer von uns das Auto kaputt ist, haben wir noch Lisi. Polizei, Polizei, Polizei ist da, Polizei ist da. Scheiße, ich bin über Stopsticks gefahren. Ich muss zum ADAC. Fahr zu Lisi, fahr zu Lisi. Nee, ich fahr zum ADAC. Lass sie mal nicht. Oh. Ich hab gesehen, wie du da weggefetzt bist. Ich bin froh, dass du das nochmal genommen. Mann, ich wollte so ein Random Crime gerade umboxen. Komm, komm, komm. Fahr weg. Hinter die Polizei, hinter die Polizei, hinter die Polizei. Nein! Nein, ich hab noch mein ganzes Gold und den Metallschläger. Ist dead. Du bist gefangen. Oh. Er hat verkackt. Ja, Junge, lenk ihn einfach ab für 5 Minuten, dann werde ich freigelassen. Du musst versuchen, ihn zu dribbeln. Oh mein Gott, noch ein Shot und er ist dead. Wie du die Leiter platziert hast. Du musst ihn entweder töten oder 5 Minuten lang ablenken, weil dann werde ich freigelassen. Oh, lass mich doch... wieso hat sie ihr Auto zugestellt? Bist du jetzt tot? Ja. Junge, wie sie jetzt alle minus XEP machen, minus CP machen, weil ich hier jetzt als hier stehe und die mich alle verhaften wollen. Mann, die Medics stehen mir im Weg, ich hab ihn nämlich gehittet. Ja, bin gefangen. Bist 20 du frei? Kam minus. Wann bist du frei? Hallo? Ich bin frei. Warte mal, wenn ich jetzt ADAC bin, sieht man mich dann? Junge, dieser AT, ich will diesen SEK, der uns eben eben festgenommen hat, will ich umfahren und jedes Mal läuft so ein ATM dazwischen. Ja, ich habe jetzt von dem einen erstmal einen Report kassiert, weil er dachte, ich hätte mit denen geteamt. Dabei war ich einfach nur random da und habe mein Auto repariert. Hat er nicht gecheckt, ne? Ich hatte kein Wort verstanden, was die da geredet haben, weil die auf einer völlig anderen Sprache geredet haben. Und er so, nee, du gehörst doch noch zu denen dazu. Vielen Dank, lieber Herr SEK. Ich sehe dich nicht, du hast ein ganz kleines Skin. Oh, hä? Ich hatte dich gar nicht gesehen. Hier sieht man uns, im Quad sieht man uns nicht. Ich wäre eher dafür, dass wir Quad machen. Aber hier ist besser. Scheiß mal auf Baseballschläger, los, einfach rein und boxen. Ach so, oh, hehe. Ich geh mal rein. Ja, wobei hier so viel gibt's auch gar nicht. Oh, ich glaube, es gibt viel. Setz dich einfach ins Auto, die merken ja nicht, wenn du drinnen sitzt. Ich versteck mich hier hinter einer Vitrine. Ja, der kommt rein, der kommt rein, der kommt rein. Wo bist du? Hier hinter. Andere Seite. Ich hab. Ah. Nein! Mein Kopf crushed! Schnell! Fahr rückwärts gang! Ja, er nimmt mich gleich fest! Fahr weg! Fahr zu mir! Ich hab keine Power mehr! Du fährst halt immer so, dass ich auf der Fahrerseite bin, dass ich über dein Auto drüber springen muss.
Hau einfach ab, einfach zum Dealer, dass wir jetzt mal unser Stuff verkaufen. Davor haben wir alles nicht verkauft und haben dann extrem viel verloren. Ich hatte irgendwie 24 Juwel-Stuff oder irgendwie so. Zum Schmuggler muss ich auch, aber das mache ich später, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. So Leute, das war's mit der heutigen Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. War jetzt nicht so viel ausräumen, sondern eher Beef mit Polizisten. Aber ich hoffe, dass sie euch trotzdem gefallen hat. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss Leute, und ich bin besser als Gushu Gaming. Überhaupt nicht.